Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. So, weiter geht's mit der Go-Kart-Bahn. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit im Workshop mal geguckt, habe extra geschaut, was Tribüne auf Englisch heißt, Grandstand. Mhm. Ja, ich weiß nur nicht, wie groß das ist, das Teil. Es sieht sehr, sehr voluminös aus. Wir gucken mal, ach, das geht eigentlich noch. Das geht eigentlich noch, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es halt nur moderner halten noch. Also ich würde die Außenwände, würde ich selber noch basteln. So. Nur mal gucken, das ist noch nicht ganz parallel zur Strecke. Ist gar nicht so einfach, dass sie wirklich möglichst, da war jetzt so viel. Kann ich das nicht auch so? Ja. Ich glaube so. Ach, wegen dem Strahler bin ich da in die Bredouille gekommen, ne? So, die würde ich auch wegmachen. Also ich würde das jetzt generell ein bisschen umbauen. Ich würde hier zum Beispiel, das würde ich mit Glas machen, glaube ich, oder weiß, die rückwärtige Wand. So. Die Schilder würde ich, glaube ich, komplett wegmachen. So. Ach, so ist das gemacht. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. So, aber hier hinten, das möchte ich gerne, also das hier möchte ich weghaben. Das macht jetzt für mich hier nicht unbedingt so den größten Sinn in dem Fall. So. Gut, es ist jetzt nicht unbedingt sinnvoller, wenn ich hier wenn die Tribüne gar keinen Anschluss zur Außenwelt hat. Ihr wisst, was ich meine, aber gut. So, jetzt muss ich mal gucken. So. Ich finde es halt cool, aber ich finde, dass das so noch nicht so recht zu dem Stil passt, den wir hier eigentlich haben. Bei der Go-Kart-Bahn. Und daran möchte ich das halt ein bisschen anpassen. So, die Außenwände, das lasse ich. Aber das hier hinten, so, das hier muss ich nochmal getrennt machen. Das gehört hier nicht zum Gebäude. So, ich bitte darum, meine Stimme zu entschuldigen. Ich werde wahrscheinlich auch ab und an mal ein bisschen häufiger was trinken müssen zwischendurch. Denn ich habe mir anscheinend eine kleine Erkältung zugezogen. Es ist immer so, ich war jetzt Ostersonntag war ich mit Freundinnen feiern. Und wie es dann so ist, wenn die Leute mal rausgehen wegen irgendwie, was weiß ich, rauchen oder sowas. Ich bin ja selber nicht Raucher, aber man geht dann ja halt mit. Also ich gehe dann immer mit. Und wenn es dann halt in der Disco warm ist und man ist nur dünn angezogen, weil man ja nicht zu dick angezogen rumlaufen will in der Disco, ja, dann hat man sich ganz leicht was zugezogen. Und da hat es mich auch erwischt. Hä? So, ach, da muss ich. So. Nee, und da hat es mich dann prompt auch erwischt, dass ich mich erkältet habe. So. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, wenn das hier hinten weiß ist.
So, die müssen noch weg. Die Teile im Boden. Gut. Das sieht doch eigentlich so ganz gut aus. Ja, wie gesagt, es ist jetzt halt, das mit den Steinen da drin ist vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig passend. Aber, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Jetzt haben wir hier eine wirklich gute Tribüne, die ja im Endeffekt ziemlich genau so aussieht, wie ich sie mir auch erhofft hatte. Beziehungsweise vorgestellt hatte. Ohne dass wir jetzt ultra viel Zeit zum Bauen verloren haben. Gut, jetzt muss das hier weg. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht mache ich dann noch irgendwie einen Türrahmen oder sowas vor. Muss ich mal gucken. So. Kann ich da nicht irgendwie... Ich versuche mal gerade noch was. So. So sind zwar ein paar übereinander gestapelte Wände, aber ich finde das jetzt trotzdem nicht so schlimm. Wie macht man das denn? Ich hätte gerade fast gesagt, ich versetze den Eingang, aber... Wisst ihr was? Dann machen wir anders. Die eine Wand, die werden wir doch wohl noch so eingepasst kriegen. Das wäre doch gelacht. So. So vielleicht. Passt das schon? So. Gut. Und jetzt das Ganze nochmal kopieren und hier zur Seite. Ja, das sieht jetzt ein bisschen mischmaschmäßig hier aus, aber passt schon. So. Ja, wir haben jetzt hier unsere coole Tribüne. Was ich auch noch ausprobieren möchte, hier könnte man mal noch ein bisschen Grünzeug vorsetzen. Entweder so diese Büsche hier. Nein, das ist zu groß, da sieht man dann nichts mehr. So, aber sowas hier. Das hier größer, den ich suchte. Der hier ist, ja nee, der ist zwar flacher, aber auch nicht so flach, wie ich ihn bräuchte. So. Gucken wir mal, dass wir hier hinten noch so ein bisschen Grünzeug beimachen. Und dann würde ich gerne mal gucken, ob ich hier hinten noch diese charakteristisch rot-weiße Begrenzung irgendwie hinbekomme. Das probieren wir auch mal noch aus. So, den machen wir mal blau. Den machen wir rosa. Der hier hinten kann ruhig gelb bleiben. Den hier machen wir noch rot. Ups, das wollte ich nicht. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich bin auch gefragt worden, ob ich hier vielleicht ob ich hier das Terrain erhöhen kann. Dass sie hier quasi auf so eine Art Berg fahren.
Und dass die unten in dem Tunnel liegt, das kann ich natürlich mal ausprobieren, wie das aussieht. Aber ich muss erstmal in den Optionen noch gucken. Ich speichere das gerade erstmal, nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Dann muss ich alles neu machen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man quasi Szenerie so ineinander noch setzen kann. Da muss ich mal gerade gucken. Spiel. Deaktivieren, genau, Szeneriekollision deaktivieren. Sorgt dafür, dass Fahrgeschäfte und Stationen keine Szenerieplatzierung verhindern. Ermöglicht Achterbahnen durch vorhandene Szenerie oder Terrain, dass sie durchplatziert werden. Und Fahrgeschäftskoalition, jawohl, Kollision. So. Jetzt bin ich doch mal gespannt, ob ich das hier hinbekomme. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das durch Glätten alles ein bisschen ebener bekommen. So, besonders hier hinten. Dann können wir da auch nochmal so ein bisschen mit Bäumchen arbeiten. So, da haben wir jetzt unseren Tunnel. Da kommen natürlich dann auch nochmal Lichteffekte rein. Es ist ja zwar nur ein kurzer Tunnel, aber ein Tunnel ist ein Tunnel. So, wie gesagt, Bäumchen fehlen dann hier, finde ich. Dann muss hier nur ein Parkwächter jeden Tag gucken, dass kein Laub auf der Strecke liegt. Ansonsten wäre das ungünstig. So. Können wir sowieso mal noch ein paar Bäumchen aufstellen. So, was stellen wir denn hier mal noch hin? Den könnte man da mal noch hinstellen. Und den mal noch hier hin. Vielleicht können wir hier auch noch irgendwo so einen kleinen Teich machen, wo man drüber fährt. Hey, das ist so eine gute Idee. Das ist doch gar keine schlechte Idee, dass man hier noch so einen kleinen Teich macht. Oh, das will ich ausprobieren. Guck mal, so ist es sogar relativ hoch hier. Ich muss nur mal gucken. Jetzt geht's nicht mehr weg. Dann nehmen wir vielleicht das hier. Ich glaube, wir nehmen das hier. Schaut mal, jetzt sieht doch hier unsere Go-Kart-Bahn schon deutlich besser aus, finde ich. Deutlich besser. So, jetzt hier Umgebungsleuchten rein. Ich glaube, dafür mache ich mal... Ups, stopp. So weit wollte ich gar nicht. Dafür schalte ich mal auf 21 Uhr. So, na, das sind diese Strahler. Das ist vielleicht dann ein bisschen too much hier für in den Tunnel. Oh, guck mal hier, wie hier die Strecke dann beleuchtet ist. Cool. Das ist cool. Ach, guck dir, wie süß. Die haben dann hier alle Lampen an. Ach, das ist ja süß. Umgeh. Das würde ich gerne hier oben in den Tunnel klopfen. Was mach mal für Licht? Vielleicht so gelbliches, vielleicht mach mal auch blaues. Ich mag auch dieses lilane Licht immer ganz gerne. Rot. Nein, das blaue ist cool.
Oh, stopp, stopp. Ich muss ja den erstmal noch. Das ist... Oh. Da habe ich ein Licht in der Luft platziert. So, wirklich nur so, dass man das gerade so noch aus dem Berg sieht, aus dem Hügel hängen sieht. Ach nö. Die Kamera und ich. Ein Krieg, der niemals endet. Geschrieben von Frontier Development. So, ach guck, da war jemand gerade am Jubeln. Hände an Steuer. So. Vielleicht noch einen bisschen weiter hier vorne hin. Ja, hier so hin. Halt nur noch in den Berg. Das wäre zielführend. So, hier so in den Eingangsbereich. So, dann haben wir da auch noch Beleuchtung. Das sieht doch eigentlich hier schon ganz cool aus, was wir jetzt fabriziert haben. So, hier muss aber noch die Leuchte weg. Dann muss ich erstmal gucken, wie ich das hinbekomme. Da, dich möchte ich weghaben. Warum klicke ich denn hier immer die Bahn an? Ich klicke da oben hin. Wie kriege ich jetzt das Schissding da weg? Ach, das ist doch zum Verrücktwerden. Das nervt mich immer. Das nervt mich tierisch. Dass man das dann nicht mehr angeklickt bekommt. Weil jetzt muss ich nämlich dann alles wieder neu machen. Wenn ich das mit Pfeilen machen muss. Ja, super. Was ist jetzt alles weg? Bis das Schissding auch weg ist? Alles. Ich habe gar keine einzige Lampe mehr im Tunnel. Es regt mich auf. So, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute erstmal. Mach das jetzt mit den Lampen im Off. Weil das müsst ihr nicht nochmal sehen. Das haben wir schon gemacht. Und ja, dann danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Morgen geht es dann weiter mit einer Community-Folge. Das heißt, hier im Park sehen wir uns am Montag wieder. Und damit bis morgen. Tschüss.